Welches Ziel haben Sie für die nächsten 2 Jahre im Bereich Behindertenpolitik? Naja, nachdem ich noch nicht so lange in diesem Amt sein darf als Soziallandesrätin, habe ich jetzt vor allem einmal das Ziel, so wie heute auch, ganz viel zuzuhören und die beteiligten Menschen kennenzulernen und einmal wirklich aus eigener Erfahrung herauszukriegen, wo der Schuh drückt und dann möglichst zu schauen, dass Dinge, die vielleicht schon ein bisschen länger in der Schwebe sind, Geschwindigkeit annehmen und Form annehmen. Aber auf jeden Fall ist mein erstes Ziel zuhören. Und wie sehen Sie jetzt von den ersten Eindrücken Ihrer persönlichen Assistenz? Naja, ich sehe es an Ihnen, dass es Ihnen persönlich offensichtlich sehr gut tut und sehr hilft und dass es Ihnen sehr bedeutsam ist. Und ich schätze natürlich den Einsatz für alles, was auf diesem Gebiet hilfreich sein kann. Und wir werden einfach schauen von Seiten des Landes, wobei wir einerseits, wie ich schon auch sagen möchte, in der Vergangenheit, glaube ich, sehr viel dazu beigetragen haben. Aber wir werden weiter schauen, was wir tun können, damit wir uns immer weiter annähern und damit Sie und wir von beiden Seiten zufrieden sein können. Dankeschön. Danke.